Freunde und herzlich willkommen zu Part 4 der Weltenbummler-Challenge. Leute, ich nehme diese Challenge momentan so gerne auf. Lunas Legacy auch, aber irgendwie die Weltenbummler-Challenge momentan ganz besonders gerne, weil sie einfach ganz neu ist und ach, ich mache es einfach so gerne, dass ich so von Anfang an starte und mir alles aufbaue. Und ich finde, Thalia hat das schon ganz gut hinbekommen. Sie hatte mittlerweile ihre Hütte im Wald. Ja, und hat mittlerweile im letzten Part dann auch schon jemanden kennengelernt, den sie sehr attraktiv fand. Da habe ich euch ja gefragt, was ihr davon haltet, wenn sie schon eine Beziehung eingehen würde. Ja, da quatschen wir aber gleich im Verlauf des Parts mal drüber, wie wir damit umgehen. Ich würde sagen, wir starten jetzt auch direkt mal in den Part. Oh, die Sonne steht aber auch jetzt gerade echt ein bisschen doof. Egal. Ja, wir sehen hier vor uns Thalia. Sie frühstückt gerade eine Schüssel Apfelmus. Es ist 5 Uhr morgens hier in Brindleton Bay. Es ist aber trotzdem schon relativ hell. Es ist, also Leute, ich liebe diese Gegend. Ne? Ich finde es so schön, wo sie hier wohnt. Ihr hattet mir in die Kommentare geschrieben, dass ich auf jeden Fall Barnaby baden soll, weil er sonst wegläuft. Das habe ich jetzt diese Nacht noch gemacht. Thalia hat außerdem noch ihre Hausaufgaben erledigt. Jetzt geht es ihr gerade wieder nicht so besonders gut. Ihr hattet mich darum gebeten, ob ich dieses Haus hier in die Galerie hochladen kann. Das kann ich sehr, sehr gerne tun. Ich glaube, das werde ich aber erst am Ende dieses Parts machen, weil ich hoffe, dass wir vielleicht in diesem Part ein bisschen Geld verdienen, sodass wir vielleicht hier noch ein bisschen was verändern können und dann habt ihr dann halt direkt die aktuellste Version vom Haus. Genau, das ist der Plan. Thalia muss jetzt gleich in die Schule. Es ist aber zum Glück Freitag, das heißt, das Wochenende steht vor der Tür und wir werden dann endlich ein paar Tage, also 2 Tage haben, wo wir dann eben nicht in die Schule müssen und das finde ich sehr, sehr schön, weil ich finde, die Schule, ja, frisst schon ganz schön viel Zeit. Ich habe überlegt, Leute. Oh nein, jetzt ist Barnaby von einem Eichhörnchen gebissen worden. Ich hoffe, er wird nicht krank. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wenn er jetzt krank wird, ob wir ihn dann schon selbst behandeln könnten, wenn wir dann die nötige Ausstattung hätten. Wir können ihn ja mal bürsten, ihn mal ein bisschen lieb mit ihm sein. Wir müssen außerdem ja die Tiererziehungsfähigkeit, das habe ich mir extra aufgeschrieben, Leute, wir müssen die Tiererziehungsfähigkeit weiter ausbauen. Ich muss jetzt mal gerade, genau, Training. Da können wir ja mit ihm einfach jetzt gerade, bevor sie in die Schule geht, noch mal ein bisschen üben, wie er, was er so können sollte und dann gucken wir mal, weil wie gesagt, die Tiererziehungsfähigkeit müssen wir ja maximieren, das ist ja eine der Aufgaben dieser Generation und da haben wir noch ein bisschen was vor uns, aber an sich finde ich, ist das richtig cool, wenn wir auch, wie süß, Barnaby hat das schon richtig gut hinbekommen. Ja, also wir hatten ja, wie gesagt, ich hatte euch ja dazu befragt, was ihr dazu davon haltet, wenn sie Alexei, den sie im letzten Part kennengelernt hat und mit dem sie auch schon ein bisschen geflirtet hat, der auch Vegetarier ist, wenn sie mit ihm eine Beziehung eingehen würde. Aber ihr wart euch da ziemlich einig, dass es jetzt aktuell noch zu früh ist und ich kann euch da auch echt absolut recht geben, weil ich denke, Thalia ist es aktuell einfach nur super wichtig, dass sie halt gut in der Schule ist, dass sie es halt schafft, sich hier ihr Leben aufzubauen und so weiter und ja, auch nicht unbedingt von ihren Eltern entdeckt zu werden. Also ich glaube, sie hat momentan so viele Sachen im Kopf, dass eine Beziehung da wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt das wäre, was bei ihr an erster Stelle steht. Natürlich kann sie ihn trotzdem attraktiv finden, aber deswegen muss sie ja nicht unbedingt direkt eine Beziehung mit ihm eingehen. Vielleicht wird er auch einfach nur ein guter Freund. Ihr hattet auch, genau, es hatte Leimod, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Leimod23 hatte die Idee, dass Alexei vielleicht auch ein Spion ihrer Eltern sein könnte. Also vielleicht jetzt nicht direkt, aber dass seine Eltern, dass ihre Eltern halt nach jemandem suchen, der so ein bisschen die Augen hier in Brindleton Bay aufhält und weil er halt nicht so viel Geld hat, ist er dann halt direkt bereit und guckt halt so ein bisschen, was sie hier macht und einfach eben, um sich ein bisschen was dazu zu verdienen. Könnt ihr mir sehr gerne mal schreiben, was ihr von der Idee haltet, dass er halt erstmal jetzt wirklich so eine Art Spion ist und ohne dass Thalia das merkt, halt das, was sie hier tut, eben an die Eltern weiterträgt, damit die eben immer noch up to date sind, was Thalia eben macht, was sie ja absolut eigentlich gar nicht möchte, weil sie ist ja mit gutem Grund von zu Hause weggelaufen. Ja, könnt ihr mir aber schreiben, was ihr davon haltet? Ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass wir das vielleicht so machen und vielleicht verliebt er sich dann nachher in sie und bereut dann alles, aber das wäre dann sehr viel später. Wir müssen mal gucken. Genau, Thalia hatte ja diese komische Krankheit hier, das ist zum Glück weg, also sie hatte ja das ganze Gesicht voller Pocken und so. Das ist zum Glück verheilt, genau. Also wie es aussieht, hat sie denn jetzt die Tiererziehungsfähigkeit schon... Oh, sie hat schon fast Rang 2 davon, das ist ja cool. Okay, sie hat schon wieder diese Krankheit. Könnt ihr mir sagen, woher diese Krankheit kommt? Weil sie hat das jetzt irgendwie in letzter Zeit öfter. Kommt das durch die Tiere? Dass sie sich irgendwie bei den Tieren ansteckt oder so? Das könnt ihr mir sehr gerne mal schreiben. Okay, sie geht jetzt erstmal in die Schule, das schneide ich wie immer raus, weil das ist nämlich sonst ziemlich langweilig. Okay,
Liebestag-Schulparty. In der letzten Woche haben die Kinder ihren jeweiligen Schwarm zur jährlichen Liebestag-Schulparty eingeladen. Es wird Kekse, Punsch, Musik, Geschenkkarten und natürlich lästige Aufpasser geben. Talia wurde noch nicht gefragt. Daher hat sie zwei Möglichkeiten: alleine gehen oder jemand Besonderen einladen. Okay, und da ist ja gut, dass wir jetzt schon darüber gesprochen haben, dass sie aktuell jetzt nicht unbedingt den Kopf für eine Beziehung hat. Deswegen wird sie da, glaube ich, einfach alleine hingehen. Ich glaube, ihr ist das auch wirklich völlig egal. Sie hat da gerade einfach gar keinen Bock auf eine Beziehung und deswegen ist das für sie auch total in Ordnung, dass sie jetzt nicht unbedingt mit jemandem dahin geht. Talia war nicht daran interessiert, jemanden bestimmt einzuladen. Sie wollte der Mittelpunkt der Party sein. Während ihre Mitschüler sich in peinlichen Geplänkel ergehen oder sich in den Ecken herumdrücken, dreht Talia voll auf. Wer hat für alle Mitwirkenden Blumen besorgt? Wer hat einen Lama-Wettbewerb ins Leben gerufen? Und wer hat den Lehrer überredet, coole Musik aufzulegen? Na, Talia natürlich. Es war eine epische Schulparty, die nur eine Frage aufließ. Was hat Talia mit den Aufpassern gemacht? Okay, also das passt halt richtig, richtig gut zu ihr, dass sie halt einfach, ja, sie braucht keine Beziehung, sie braucht keinen Typen aktuell, sie ist einfach glücklich, so wie sie ist und das bestätigt jetzt auch wirklich einfach nochmal die Annahme, dass das genau so richtig ist. Yay, Talia hat gut gearbeitet und ist jetzt eine Zweier-Oberschülerin. Gut gemacht. Sehr, sehr cool. Okay, hat mir nämlich auch geschrieben, und das wusste ich noch gar nicht, dass die Noten immer erst freitags verbessert werden. Nee, wir brauchen die nicht bürsten, wir müssen ihn direkt baden. Weil Barnaby wurde nämlich schon wieder von einem Stinktier besprüht. Also Leute, ich weiß tatsächlich noch nicht, ob wir den Buschi stehen lassen, weil ein bisschen nervt es mich aktuell schon, dass die Tiere da die ganze Zeit angesprüht werden. Vor allem, wenn wir jetzt noch mehr Tiere kriegen. Wir werden ja auch noch zwei Katzen adoptieren müssen, also das sind ja die Regeln der Challenge. Und wenn ich mir jetzt überlege, wir müssen andauernd drei Tiere sauber machen, weil die ganze Zeit von den Stinktieren hier angesprüht werden. Nicht so cool. Ja, jetzt haben wir natürlich leider schon wieder relativ spät. Das ist ja leider immer so, wenn Talia in der Schule war. Aber Leute, ich habe noch was anderes vor. Und zwar habe ich überlegt, sie möchte ja aktuell nicht von ihren Eltern gefunden werden. Und ich habe jetzt so überlegt, es wäre halt irgendwie ein bisschen blöd, wenn wir jetzt so wie sie ist, halt uns ständig in der Stadt rumtreiben. Weil letztendlich waren die Eltern ja hier in Brundleton Bay eben schon auf der Suche nach ihr. Und da wäre es halt schon irgendwo ziemlich riskant, wenn sie jetzt hier so wie sie ist eben die ganze Zeit rumläuft. Ich hatte erst überlegt, Leute, und das habe ich ihr auch schon gegeben, ein Tarnoutfit, also dass sie halt, da hat sie so eine Kappe an und eine Brille und so weiter, das hat sie aktuell auch schon, das hatte ich ihr schon gegeben, aber ich fände es eigentlich ganz cool, wenn sie halt so ein Umstyling bekommt, dass man sie halt nicht mehr so schnell erkennen kann. Also natürlich an ihren Gesichtszügen und an ihrem Körperbau und so weiter wird man sie noch erkennen können, weil das können wir halt einfach nicht ändern. Also ich glaube jetzt nicht, dass sie irgendeinen chirurgischen Eingriff vornehmen würde, damit ihre Eltern sie nicht finden. Also ich glaube, so weit wird sie dann nicht gehen. Aber wir könnten halt ihr Äußeres so ein bisschen anpassen und ich glaube, das werden wir gleich mal machen, dass wir ihr halt, vielleicht schneidet sie sich die Haare ein bisschen kürzer oder eine ganz andere Frisur oder irgendwas und vielleicht färbt sie sich die Haare auch oder so. Zieht halt ein bisschen anderen Look an, sodass sie halt nicht sofort so erkennbar ist für ihre Eltern. Ja, also das finde ich eigentlich ganz cool, wenn wir das gleich machen. Das könnte ich mir gut vorstellen. Und dann würde ich ganz gerne nämlich mal in den Park gehen. Ich habe nämlich einen richtig, richtig coolen Parkplatz hier. Da würde ich gerne mit Barnaby mal so ein bisschen hier dieses Springen üben und so weiter, dass sie halt die Tiererziehungsfähigkeit ein bisschen verbessert. Und da gibt es auch eine Staffelei, sodass wir vielleicht, also ich habe so eigentlich vorgehabt, dass wir nicht unbedingt malen, um an Geld zu kommen. Aber ich denke, jetzt so am Anfang ist es eine gar nicht so schlechte Idee, dass sie jetzt erstmal ein bisschen malt, damit sie überhaupt ein bisschen Geld bekommt, weil sie hat ja wirklich nichts. Also 24 Simoleons, das reicht halt, glaube ich, nicht mal, um so ein Bild zu kaufen. Ja, das ist auf jeden Fall der Plan. Ich glaube, dass ich sie jetzt als allererstes mal umstylen werde. Ich blende euch wie immer die Zeit ein, wo ihr das Umstyling überspringen könnt, wenn ihr das möchtet. Wenn euch Umstylings jetzt nicht so interessieren, ich glaube danach, wenn wir dann in den Park gehen und ja, das ist der Plan.
Leute, sie ist fertig und ich finde tatsächlich, dass sie echt ziemlich anders aussieht als vorher. Das ist richtig krass, dass allein die Haarfarbe und die Frisur ausmacht und dann noch ein bisschen Lippenstift und so. Ich finde wirklich, auf den ersten Blick würde ich sie jetzt nicht sofort wiedererkennen. Das ist richtig krass. Also, und ich finde, sie ist auch immer noch total hübsch. Also ich finde, Talia hat auch generell einfach total hübsche Gesichtszüge. Deswegen, also ich bin sehr, sehr, sehr zufrieden mit diesem Umstyling. Ich bin gespannt, was ihr davon haltet. Das ist natürlich jetzt ein ganz anderer Sim. Es hatte noch jemand gefragt, woher die Frisur war, die sie vorher hatte. Es war eine Frisur von Nightcrawler. Woher jetzt diese Frisur ist, kann ich jetzt gerade nicht so richtig erkennen, aber das war vorher, die sie vorher hatte, war hier, ich glaube, diese. Ich glaube, diese hier von Nightcrawler. Genau. Ja, aber das ist jetzt ihr Look. Ihr hattet mich ja generell auch, ich glaube, Anfang des Let's Plays schon mal gefragt, ob ich mal ihre Outfits zeigen kann. Ich habe jetzt so ein, also Abendkleidung. Ich finde dieses Kleid so, so, so schön. Das steht ihr auch einfach unfassbar gut. Ich finde, sie sieht so ein bisschen aus wie Schneewittchen jetzt mittlerweile. Ja, das ist auf jeden Fall ihre Abendkleidung gewesen. Ich habe jetzt ihr Sportoutfit so gelassen, weil ich meine, damit geht sie halt nur im Wald joggen. Da ist jetzt nicht so, genauso wie ihr Schlafoutfit, damit sieht sie halt niemand. Das ist ihre Partykleidung. Habe ich ihr jetzt auch gelassen, weil das jetzt auch nicht so markant ist irgendwie, ihre Schwimmkleidung. Dann ist das hier ihr heißes Wetteroutfit, das habe ich ihr auch gelassen, weil das haben wir sowieso noch nicht gesehen. Und dann ihr kaltes Wetteroutfit, das habe ich auch halt echt extra bewusst jetzt ganz anders gestaltet als vorher. Also es sieht bei weitem jetzt nicht mehr so, ja, so stylisch, sagt man das so? Keine Ahnung, ich glaube, ihr wisst, was ich meine, ne? Es ist jetzt halt ein ganz simples, normales Outfit, damit sie halt nicht so aus der Masse heraussticht mit ihrer Auffälligkeit, sage ich mal. Und da ist dieses Winteroutfit oder dieses eher dunkle Outfit finde ich auch eher geeignet als das, was sie vorher hatte. Sehr auffällig und sehr, ja, sehr schön gelb und so. Es sah wirklich super schön aus, was sie vorher hatte. Aber ich glaube, damit fällt sie halt viel, viel mehr auf als mit diesem, ja, doch sehr eher unauffälligen Look. Ich bin echt begeistert, Leute. Und jetzt können wir uns auch endlich wieder irgendwo blicken lassen. Wir können jetzt endlich wieder irgendwo in der Welt spazieren gehen und ja, ohne Angst zu haben, dass wir sofort von unseren Eltern entdeckt werden. Okay, ich muss mich aber trotzdem jetzt erstmal dran gewöhnen, dass sie so aussieht. Sie ist einfach ein ganz anderer Sim jetzt, finde ich. Also wie gesagt, ich finde, sie sieht immer noch super, super hübsch aus, aber sie ist einfach ein ganz, ganz anderer Sim. Aber egal, das heißt, wir können jetzt endlich mal in den Park gehen. Den wollte ich euch nämlich unbedingt mal zeigen. Ich meine, es geht ihr gerade nicht ganz so gut, aber sie wird sich unterwegs gerade noch was zu essen holen können, weil sie kann hier ja gerade sowieso nicht kochen und deswegen, ja, können wir auch im Park essen. Also ich habe wieder so ein bisschen was geändert an der Welt und das hier ist der Park. Also ich meine, das war ja vorher so ein Grundstück, wo irgendwie so eine große Villa irgendwie drauf stand oder so. Da ich hier mit Elena schon in meiner Legacy Challenge, also in meinem allerersten Let's Play gewohnt habe, habe ich mir gedacht, dass wir hier sowieso niemals wohnen werden und deswegen fand ich diesen Ort als Park perfekt und ja, deswegen habe ich hier einen Park draus gemacht. Ich bin so gespannt. Also ich finde ihn einfach super, super schön und ich, ja, wir werden jetzt einfach mal hinreisen. Wir werden natürlich Barnaby mitnehmen, weil wir auf jeden Fall mit ihm da ein bisschen was üben können. Ja, Frodo brauchen wir nicht mitnehmen, weil der ist dann wieder kein Streuner. Vielleicht kommt er ja zufällig vorbei, wir werden sehen. Okay, wir sind da, Leute. Und habe ich zu viel versprochen? Dieser Park ist einfach nur schön, oder? Also ich finde den so, so schön. Später, wenn wir mal Kinder haben, können wir dann halt auch hier hingehen und dann können wir die hier mitnehmen und dann können die hier spielen. Und hier ist noch so ein kleines Café drin. Hier kann man dann halt auch, theoretisch könnte man hier sogar ein Date haben. Hier ist so ein kleiner Garten mit Bienen. Und ja, hier habe ich jetzt versucht, wer mir über Instagram folgt, hat das hier vielleicht schon gesehen. Ich habe so einen kleinen Marktplatz versucht zu bauen, also dass man hier dann je nachdem auch ein paar Sachen verkaufen kann, weil ich möchte eigentlich nicht, dass sie halt nach Hanford und Beckley reisen muss, um das zu tun. Leider ist mir dann aber aufgefallen, dass diese Stände halt nicht besetzt sind, wenn man, ja, nicht, also ich könnte jetzt hier einen Verkäufer einstellen, das können wir uns aber nicht leisten und ich sehe es irgendwo auch nicht ein, jedes Mal 100 Simoleons auszugeben, damit eben dieser Stand hier besetzt ist. Also wenn ihr da eine Idee habt, wie man das hinkriegt, dass dieser Stand halt so besetzt wird, ohne dass ich irgendwie was kaufen muss oder so, dann schreibt mir das sehr, sehr gerne. Das fände ich auf jeden Fall total cool, wenn wir dann halt hier immer so unsere Sachen verkaufen könnten, weil wir werden ja auch einen Garten haben und ja, das fände ich toll. Hier ist, wie gesagt, halt die Möglichkeit, dass wir mit Barnaby so ein bisschen diesen Hindernisparcours eben üben. Und deswegen, also wie gesagt, in diesem Park können wir, finde ich, uns sehr, sehr gut aufhalten, weil wir hier halt viele, viele Dinge tun können, ja, die wir so tun. Also wie gesagt, malen, hier Hindernisparcours und so weiter. Genau, hier habe ich noch eine Staffelei hingestellt. Hier können wir theoretisch uns auch was grillen, wenn wir irgendwie Hunger haben oder so. Deswegen, also ich denke, hier ist ein guter Ort. Jetzt ist sie natürlich super, super müde.
Und wir können uns leider nicht mal ein Bild leisten. Das ist sehr schade. Und jetzt hat sie sich gerade von ihrem letzten Geld was für den Grill gekauft. Ich hoffe, irgendwas Vegetarisches, Dalia. Ja, jetzt müssen wir natürlich erstmal gucken, dass wir vielleicht irgendwie ein bisschen an Geld kommen, dass wir vielleicht hier gerade mal auf die Suche gehen, damit wir uns dann wenigstens hier dieses Dings für die Staffelei eben leisten können. Ich bin so froh, dass jetzt Wochenende ist, Leute. Ich bin so froh darüber, weil wir haben einfach überhaupt keine Zeit, wenn sie in der Schule ist. Wir haben wirklich überhaupt keine Zeit, irgendetwas zu tun, weil sie die ganze Zeit nur in der Schule ist und das ist echt richtig, richtig nervig. Okay, wir haben hier noch ein paar Sachen. Ich denke, wenn wir das gleich alles hier verkauft, ausgegraben und so weiter haben, dann können wir uns hoffentlich, okay, hier ist noch ein Frosch, dann können wir uns hoffen, okay, es geht jetzt so schlecht. Dann können wir uns hoffentlich dann, oh, okay. Also, Alexei ruft an und fragt: Ich habe gehört, dass der Blasenmacher auf dem Gewürzfestival ein paar tolle Aromen zu bieten hat. Begleitest du mich? Ich bin gerade echt hin und her gerissen, ob wir da jetzt zusagen, weil ich fände es irgendwie süß. Also, ich finde es halt auch echt süß von ihm, dass er halt jetzt echt am Liebestag hingeht und fragt, ob die halt was zusammen machen wollen. Also, ich meine, das ist ja schon unterschwellig so ein bisschen, dass er auch Interesse hat an ihr. Aber da sie ja jetzt aktuell wirklich gar keine Beziehung haben möchte und sich jetzt wirklich erstmal darauf konzentrieren möchte, dass sie halt ein bisschen Geld verdienen und so weiter, sie glaube ich sagen, ah, nee, leider, du, ich bin total fertig von der Schule heute. Heute geht's echt nicht, aber wir können gerne die Tage mal was machen und ja, ich rufe dich an. Okay, wir haben zwei Sachen gefunden. Einmal eine Zeitkapsel, die können wir verkaufen. Und dann haben wir noch ein zerbrochenes Fossil, was wir leider nicht analysieren können. Aber immerhin, wir haben 85 Simoleons und das müsste eigentlich reichen, damit wir ein Gemälde anfangen können. Ist das Frodo? Nein, ich verwechsel jedes Mal Rosie mit Frodo. Ne? Das ist wirklich, wirklich schlimm. Ich finde es gerade super nervig, dass sie so müde ist. Aber hast du jetzt dein Essen gar nicht? Ach oh Gott, Talia. Iss mal dein Essen und danach fängst du mal ein Gemälde an, damit wir, bevor du hier vor Erschöpfung umkippst, noch ein bisschen was getan bekommen. Okay, schade, schade, Freunde. Es geht dir zu schlecht. Sie kann gerade nicht malen, weil es ihr zu schlecht geht. Leute, wie sollen wir das denn jemals schaffen? Aber mir fällt gerade was ein. Wir können diese gegrillten Früchte ja mitnehmen und bei uns in den Kühlschrank tun. Und dann können wir nämlich uns davon ernähren und dann hat sie nicht immer so schlechte Laune, weil sie nur Fastfood isst. Das ist eigentlich ganz cool. Möchte sie jetzt schwimmen gehen? Nee, nee, Talia, du gehst jetzt nicht schwimmen. Wir gehen jetzt nach Hause, du schläfst eine Runde und morgen gehen wir nochmal hier hin. Ich glaube, ich schneide das alles raus, weil ich möchte eigentlich ganz gerne in diesem Part ein bisschen was schaffen. Und wenn ich jetzt zu viel laber währenddessen, schaffe ich wieder nichts und das wäre sehr schade. Hey, es ist ein neuer Tag. Barnaby hat furchtbaren Hunger und irgendwie hat er es nicht gemerkt, dass wir hier längst schon was zu essen für ihn platziert haben. Talia wird jetzt mal ganz schnell die Reste nehmen, duschen, baden gehen und ich hoffe, dass wir es jetzt so hinkriegen, dass es ihr gleich ein bisschen besser geht. Sie hat kostenlose Ohrhörer bekommen. Vielleicht kann sie einfach mal ein bisschen Musik hören. Also ich meine, ist vielleicht so ein Werbegeschenk, was jetzt in ihrem Briefkasten war, keine Ahnung. Aber wir können ja vielleicht mal so ein bisschen Berieselung hören oder Elektronik, genau, und dann hat sie vielleicht direkt ein bisschen bessere Laune, wenn sie jetzt hier ein bisschen Musik hört, kann ja sein, dass ihr das dann Spaß macht. Okay, Halleluja, es geht ihr ein bisschen besser. Also das Baden hat ihr gerade wirklich total gut getan. Die Musik scheint sie auch wirklich sehr gerne zu mögen. Und jetzt hat sie trockene Haut. Okay, das können wir aber beheben. Sie kann jetzt mal gerade, okay, diese Musik ist ziemlich laut. Sie kann jetzt mal gerade sich eincremen und vielleicht noch ein bisschen Körperspray auftragen. Wer sich fragt, warum sie das kann, das ist von der Preteen-Mod. Das geht normalerweise mit dem Spiel nicht. Und schon geht es ihr viel, 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 viel besser. Und das heißt, wir können jetzt endlich, endlich, Halleluja, Leute, um 12 Uhr mal in den Park gehen. Und dann, vielleicht ist sie jetzt schon wieder krank. Das kann doch nicht wahr sein, dieses blöde Stinktierzeug. Also, wie gesagt, okay, Moment, Leute. Bevor ich diesen Busch lösche, werden wir jetzt aber das hier mal gerade öffnen. Und diese Katze ist ja süß. Ashley, möchtest du bei uns einziehen? Sorry Leute, ich will eigentlich die ganze Zeit hier mal ein bisschen Geld verdienen und irgendwie lenkt mich die ganze Zeit alles Mögliche ab. Okay, wir haben noch einen Miauball bekommen. Ich glaube okay, doch, wir haben schon ein paar von denen. Wir können jetzt mal gerade hier nochmal die ganzen Federn verkaufen. Die lohnen sich nämlich auch wirklich. Oh, 120 Simoleons. Sehr, sehr cool. Okay, wir haben wieder ein bisschen Geld, wenigstens ein bisschen Geld verdient. Stell dich mal bei der Katze vor. So, ich muss jetzt aber gerade diese Musik mal ausmachen, so, weil das stört mich nämlich. Oh, und die verstehen sich direkt richtig. Oh, Leute, guck mal, wie gut sie sich mit Ashley versteht. Lob Ashley mal, sag Ashley, dass sie eine ganz, ganz tolle Katze ist und biet ihr die Freundschaft an. Streichel sie. Ashley ist eine ganz tolle Katze. Nein, wir werden sie auf gar keinen Fall erschrecken. Vielleicht können wir Ashley in diesem Part noch adoptieren, Leute. Also, das wäre doch mal schön, oder? Oh, die zwei verstehen sich richtig gut. Wir können sie mal kennenlernen. Und jetzt ist sie keine Streunerin mehr? Wir hatten doch jetzt gerade wieder da dran stehen, dass sie Streunerin ist, oder?
Das ist total komisch. Dieses Mal sind die Streuner, mal nicht. Also jetzt ist sie auf jeden Fall gerade keine Streunerin mehr und deswegen können wir sie auf jeden Fall auch nicht adoptieren. Ja, wir werden dann jetzt mit Barnaby mal in den Park gehen und dann hoffentlich, wie gesagt, mal endlich ein bisschen Geld verdienen. An sich wäre das echt cool, wenn wir jetzt bald die zwei Katzen adoptieren, weil die Katzenbabys können wir halt dann auch verkaufen und dadurch hätten wir dann eben auch nochmal eine Einnahmequelle. Das wäre an sich eigentlich. Barnaby, kannst du mal aufhören, in diesen blöden Busch zu springen? Jetzt stinkt er schon wieder. Wir schaffen hier gar nichts. Wir schaffen hier einfach gar nichts. Oh, jetzt sind wir endlich mal hier. Und dann steht hier Salima Yassine und malt ein Bild. Wir wollen hier malen. Oh, ja gut, dann können wir aber vielleicht hier einfach mal mit Barnaby den Hindernisparcours durchlaufen. Gerade fühlt sich nämlich super selbstsicher und vielleicht ist das jetzt auch genau das, was uns jetzt gerade gut tut. Und hier liegt Roxy und Roxy sieht nicht so gut aus. Oh Mann, okay. Ja, gut, dann versuch mal dein Glück hier, Talia, mit Barnaby. Vielleicht schafft Barnaby da schon. Okay, der Markt von Finchwick hat begonnen. Das interessiert uns aber nicht. Ja, aber Barnaby macht das schon, glaube ich, ganz gut, oder? Wir werden sehen. Vielleicht, ich meine, sie hat ja Tiererziehungsfähigkeit gleich auch schon auf Level 2. Oh, er hat es geschafft, aber er ist gerade auf die Nase gefallen. Armer Barnaby. Oh, super. Oh nein, er ist hingefallen. Das sieht schon sehr niedlich aus. Aber er macht das gut. Okay, sie hat jetzt Level 2. Thalia besitzt nur Level 2 der Tiererziehung und kann ihrem Hund bei Fuß, Gepfurt und Totspielen beibringen. Denkt daran, die Tricks immer wieder zu üben. Das werden wir machen. Okay, das dauert leider hier gerade ein bisschen, bis dieser Hindernisparcours dann eben abgeschlossen ist. Ihr seht es, glaube ich. Ja, meine Facecam ist leider darunter. Hier stehen Fehler dran und wir haben schon 4 von 20. Nicht schlecht, aber auch nicht perfekt. Barnaby hat den Parcours mit einer Zeit von 34 Minuten und 4 Fehlern bewältigt. Vor dem nächsten Versuch sollte Thalia weiter mit Barnaby trainieren und ihn besser erziehen. Hallo, wir haben einen voll gut erzogenen Hund. So, ich glaube, bist du jetzt gleich mal fertig hier mit deinem Bild? Ich möchte hier auch gerne was malen. Wir können ein kokettes Gemälde malen. Okay, das werden wir mal tun, weil ich glaube, diese Stimmungsgemälde sind immer ein bisschen mehr wert. Also ich glaube, beim ersten Gemälde macht man immer so ein bisschen Verlust, aber. Ja, mal ein kokettes Gemälde. Gucken wir mal, wie viel das am Ende dann wert ist. Okay, Leute. Thalias Mutter ruft gerade an und sagt, wir hatten so unsere Probleme miteinander, aber vielleicht können wir ja Freunde werden. Wie wäre es mit einem Abendessen im Brindleton Bay Restaurant? Und das ist gruselig, Leute. Das ist wirklich gruselig, dass ihre. Also ich meine, das spricht ja wirklich sehr dafür, dass ihre Eltern wissen, dass sie hier ist. Und das wiederum spricht für die Theorie, dass Alexei vielleicht doch wirklich ihren Eltern mehr erzählt, als er erzählen sollte. Also dass er wirklich gegen Bezahlung eben Infos rausrückt über Thalia. Also ich meine, natürlich wird Thalia jetzt erstmal erschrocken auflegen, glaube ich. Ich glaube, sie wird da gar nicht drüber nachdenken. Aber alleine, dass ihre Mutter eben ein Treffen im Restaurant im Brindleton Bay vorschlägt, heißt ja, dass sie eben weiß, dass Thalia eben hier in der Stadt ist. Sie weiß vielleicht aktuell noch nicht so ganz genau, wo sie wohnt. Ich weiß nicht, ob Alexei sich das vielleicht so ein bisschen aufbewahrt und das gegen eine höhere Bezahlung dann eben irgendwann rausrückt. Deswegen versucht ihre Mutter jetzt aktuell halt noch über Telefon sie zu erreichen, aber sie weiß halt, dass sie irgendwo hier ist und okay, also wir werden auf jeden Fall einfach auflegen, weil wir natürlich jetzt absolut gar keinen Kontakt mit unserer Mutter haben wollen, mit unseren Eltern generell, weil wir eben, okay, die Qualität ist leider sehr schlecht. Ja, es ist natürlich jetzt ein bisschen kritisch. Also wie gesagt, ich finde die Idee gut, dass es wirklich Alexei ist, der hier Infos verkauft über uns. Und sie, natürlich weiß Thalia das nicht. Also das ist klar, ne? Thalia wird das ihm wahrscheinlich auch gar nicht zutrauen, weil ich denke, dass sie ihn schon mag. Also sie findet ihn ja auch attraktiv und die beiden haben ja auch schon miteinander geflirtet und das hat ja irgendwie auch alles richtig gut gepasst. Deswegen wird sie ihm das natürlich wahrscheinlich nicht zutrauen und wird ihm dann vielleicht auch die ein oder andere Sache anvertrauen. Und das wird natürlich dann ziemlich heftig, wenn sie dann rausfindet, dass er halt so viele Infos über sie an die Eltern verkauft hat. Also ich glaube, das wird wahrscheinlich auch einen Riss in die Beziehung dann bringen, der nicht wieder zu kitten ist. Also das ist natürlich schon ein heftiger Vertrauensbruch, sowas. Thalia genießt jeden Pinselstrich. Soll sie die Farbe fließen lassen und zugeben, dass sie malen mag? Ja, auf jeden Fall, weil dann geht es ihr nämlich immer richtig gut, wenn sie malt. Okay, wir haben jetzt 8 Simoleons Gewinn gemacht. Bei dem anderen Bild haben wir 19 Simoleons Verlust gemacht. Also bisher hat sich das leider jetzt noch gar nicht gelohnt. Gibt es hier nicht eine Toilette? Weil sie müsste nämlich, genau, hier. Hier gibt es eine Toilette. Ja, und ich glaube, wir können tatsächlich aber noch ein Bild malen. Vielleicht dann dieses Mal mit ein bisschen mehr Gewinn, weil wir jetzt auch inspiriert sind und weil sie ja jetzt auch gemerkt
gemerkt hat, dass sie eben malen mag, werden wir vielleicht hier mal so ein mittelgroßes klassisches Gemälde malen, in der Hoffnung, dass wir dann vielleicht ein bisschen was damit verdienen. Und Leute, guckt euch mal an, wie schön Brindleton Bay bei Sonnenuntergang ist. Es ist so eine tolle Stadt. Okay, Wert scharf, Bild, hier. Genau, es ist so schön hier. Und da hinten geht schon der Mond auf. Leute, apropos Mond, ich freue mich so sehr auf das neue Pack. Ne? Ich freue mich so sehr auf dieses Werwolf-Pack. Das ist ja sehr umstritten. Also ihr könnt mir sehr gerne mal schreiben, was ihr davon haltet. Das soll ja jetzt am Donnerstag, genau, heute ist ja, also für euch ist heute Dienstag. Das soll ja jetzt am Donnerstag, also übermorgen, dann rauskommen. Ich bin echt super gespannt drauf. Also ich weiß nicht mal, ob ich selbst einen Werwolf spielen werde, weil ich finde, diese Werwölfe sehen einfach nur komisch aus. Aber sieh dieses ganze Gameplay, was damit kommt, mit den Mondphasen und dass das eben auch die anderen Okkulten beeinflusst. Ich weiß, dafür braucht man nicht unbedingt das Pack, aber es gibt halt, also wir hätten das halt für diese Challenge eigentlich voll gut gebrauchen können, weil es gibt so viele heruntergekommene Objekte und so und zerrissene Klamotten und ja, also ich freue mich auf jeden Fall sehr auf das Pack und vielleicht, ich weiß nicht, für Lunas Legacy, glaube ich, könnte ich das ganz gut gebrauchen. Ich könnte mir vorstellen, dass Luna vielleicht auch einen Werwolf kennenlernt oder so. Aber mal gucken, das sind jetzt so ein bisschen meine Ideen. 152 Simoleons! Wir haben endlich richtig... Oh Gott, Talia. Wir haben endlich richtig Gewinn gemacht hier. Mal direkt noch ein Bild, solange es dir gerade ganz gut geht. Einfach mal hier so ein großes klassisches Gemälde, dass wir vielleicht dann wirklich, wirklich jetzt gleich noch ein bisschen an unserem Haus renovieren können. Weil das habe ich mir eigentlich auch fest vorgenommen, dass wir es ein bisschen gemütlicher wenigstens zu Hause machen, weil aktuell ist es wirklich einfach nur eine absolute Katastrophe da, was wir da haben. Und 134 Simoleons. Das hat sich jetzt leider nicht so heftig gelohnt wie das andere eben, aber immerhin, immerhin. Ja, also es geht ihr noch relativ gut. Vielleicht können wir jetzt hier gerade noch irgendwas essen schnell. Haben wir noch irgendwas, was wir essen können? Das ist alles verdorben. Das ist sehr schade. Aber wir können gerade noch mal irgendwas grillen. Hier Kochbanane einmal grillen und danach... okay, sie hat sich schon für irgendwas entschieden. Und ich glaube, dass wir dann tatsächlich noch ein Bild malen, weil gerade ist sie noch gar nicht müde, obwohl wir Mitternacht haben. Das müssen wir aber dringend ausnutzen, Leute, weil wir haben so selten Wochenende nur, wo wir wirklich mal Zeit haben, hier ein bisschen was zu schaffen. Deswegen lasse ich sie danach dann noch ein Bild malen. Und ich denke, danach werden wir dann nach Hause gehen und vielleicht noch ein bisschen was ja, umbauen in unserem Haus. Und nochmal 153 Simoleons. Okay, Leute, so ein bisschen Geld bringt das wirklich hier. Wir müssen jetzt aber dringend nach Hause. Wir haben einfach schon, wir haben einfach fast die ganze Nacht jetzt nur durchgemalt. Aber es hat sich gelohnt. Wir werden zu Hause vielleicht noch den Busch verkaufen oder so, weil der nervt mich sowieso die ganze Zeit. Und dann können wir vielleicht so ein bisschen was renovieren. Vielleicht haben wir auch genügend Geld, um irgendwie noch eine Küchenzeile zu kaufen oder so, dass sie jetzt bald dann auch mal irgendwie Salat oder sowas kochen kann. Das wäre so schön. Okay, ich werde jetzt mal ganz kurz hier in den Baumodus hüpfen. Dann werden wir mal gerade verkaufen, was wir nicht mehr brauchen. Und zwar hier einmal den Busch. Der ist nur 44 Simoleons wert. Das ist schade. Diesen Besen brauchen wir nicht mehr. Den Karton brauchen wir nicht mehr. Ich würde auch gerne einen neuen Kühlschrank kaufen. Den Fernseher, ja, wobei den Fernseher können wir eigentlich auch behalten, weil ich glaube, der ist zu wenig wert, als dass wir den jetzt verkaufen sollten. Okay, das ist aus dem Debug, das kostet eh nichts. Machen wir es mal ein bisschen heller hier. So, aber ich glaube, diese Tanzfläche hier, 40 Simoleons brauchen wir auch nicht. Okay, und schon haben wir 677 Simoleons. Besser als nichts, würde ich mal sagen. Okay, wir brauchen auf jeden Fall einen neuen Kühlschrank. Da nehme ich jetzt aber, genau, was mir gerade noch einfällt. Es hatte irgendwann, ich glaube, unter den ersten Part oder so, jemand mal geschrieben, dass ich es cool fände, wenn wir hier alles so mit dem, wie heißt das denn? Einfach tierisch? Heißt es so? Also mit dem Pack, wo wir halt gerade spielen, ne? Hunde und Katzen, Leute. Hunde und Katzen. Ich glaube, einfach tierisch war das bei Sims 3. Genau, wenn wir in dem Hunde- und Katzen-Stil eben bleiben, dass wir hier die meisten Sachen eben aus dem Hunde- und Katzen-Pack verwenden. Das fände ich eigentlich auch ziemlich cool, weil der Vorteil daran ist halt auch, wenn ich euch dieses Haus hier hochlade in der Galerie, dann ist bei euch nicht auf einmal alles verschwunden. Also das ist halt leider bei den Katzen-Content-Möbeln immer der Fall, dass wenn ich das dann in der Galerie hochlade und ihr habt diese Möbel eben nicht, dann sind die halt weg oder werden halt durch irgendwas ganz anderes ersetzt. Und dann fände ich es eigentlich ganz cool, wenn wir dann eben hier die meisten Möbel eben aus dem Hunde- und Katzenpack eben benutzen. Jetzt haben wir natürlich hier leider nicht die Möglichkeit, weil das einfach zu teuer ist. Ich weiß gerade gar nicht, ob überhaupt eine Küche kam mit dem Hunde- und Katzenpack. Ich glaube nicht, oder? Also ich sehe auf jeden Fall jetzt gerade keine. Deswegen werde ich jetzt einfach hier mal diese gebrauchte Theke nehmen von dem Großstadtleben-Pack. Aber das ist eben dann auch kein Custom-Content.
wie gesagt, ich werde jetzt versuchen, so wenig Custom-Content wie möglich eben zu verwenden, damit ihr dann eben, wenn ihr das möchtet, auch dieses Haus euch eben runterladen könnt. Ich weiß nicht, können wir diese Lampe hier noch verkaufen? Die ist nämlich auch nicht so besonders schön. Dann würde ich gerne noch ein bisschen Tapete an die Wände machen. Das ist leider jetzt auch Custom-Content alles. Irgendwas, was eben nicht Custom-Content ist, vielleicht einfach so ein Beige oder so. Zumindest schon mal ein bisschen besser als dieses heruntergekommene. Aber ich guck mal gerade, was es noch so gibt. Ich glaube, wir nehmen mal hier Pfirsichton nennt man das so. Dann haben wir nämlich jetzt schon mal ein bisschen, okay, im Badezimmer brauchen wir dringend auch was anderes. Was kostet diese Badewanne? Nee, okay, da kriegen wir, glaube ich, nichts Günstigeres. Okay, hier einfach so ein paar Fliesen an die Wand. Also ich meine, das ist natürlich jetzt mit viel Arbeit und viel Mühe entstanden. Also Talia hat das natürlich alles selbst gefliest, weil sie hat natürlich jetzt hier kein Geld für Handwerker oder sowas gehabt. Haben wir noch irgendwie Geld, um Fliesen zu kaufen? Das wäre total cool, weil ich finde, das passt eigentlich im Bad immer überhaupt nicht, wenn wir da irgendwie so einen Holzboden oder sowas haben. Der quillt ja total auf. Ich weiß gerade nicht, ist dieser Boden vom Spiel? Nee, der ist natürlich auch Custom Content. Wie sollte es auch anders sein? Das ist natürlich jetzt echt viel Geld, was wir hier ausgeben, nur um die Custom Content Sachen zu entfernen. Aber wie gesagt, ich möchte eigentlich ganz gerne wirklich versuchen, dass wir möglichst wenig davon jetzt eben nur noch haben. Jetzt brauchen wir natürlich noch eine neue Lampe und ich würde sagen, dass wir es dann auch so lassen, weil ich will nämlich jetzt nicht unser komplettes Geld wieder rausschmeißen. Ja, mit dieser Lampe wird es natürlich dann auch deutlich, deutlich heller. Die machen wir auch hier einmal hin, dann können wir die nämlich auch noch verkaufen. Und dann haben wir es schon ein bisschen wohnlicher, finde ich. Also ich meine, wir haben nicht so unfassbar viel geändert. Warum ragt diese Pflanze hier ins Haus? Das mag ich nicht. So, besser. Okay, wir haben jetzt nicht so unfassbar viel geändert. Vielleicht ein Waschbecken wäre nicht schlecht, ne? Können wir uns noch ein Waschbecken leisten? 120 Simoleons. Dann haben wir wieder absolut gar kein Geld, um ein neues Bild zu malen. Aber wir brauchen ein Waschbecken, weil sonst haben wir nämlich das Problem, dass wir hier diese ganzen Sachen nicht wegspülen können und so. Aber Leute, ich finde, es ist echt gar nicht so schlecht. Also ich finde, es sieht wirklich jetzt schon deutlich wohnlicher aus. Es ist natürlich immer noch hier dieses ranzige Bett, ist natürlich immer noch nicht besonders schön. Aber es ist schon deutlich wohnlicher als vorher, würde ich mal behaupten. Ja, sie ist jetzt auch müde und wird jetzt auch ins Bett gehen. Und ich denke, an der Stelle werde ich dann diesen Part auch beenden. Ich finde, wir haben schon relativ viel geschafft. Also renoviert haben wir unser Haus auf jeden Fall schon mal sehr, sehr wohnlich. Dafür, dass wir so unfassbar begrenzte Mittel hatten, fühle ich mich auf jeden Fall in diesem Haus jetzt schon deutlich wohler. Ich denke, Talia auch. Sie hat einen komplett neuen Stil bekommen. Bin sehr gespannt, was ihr davon haltet. Also wie gesagt, ich finde, sie sieht jetzt echt aus wie ein komplett anderer Sim. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, was ihr von der Geschichte haltet, dass Alexei eben ein Spion der Eltern ist, der jetzt für Geld eben Infos rausrückt über Talia. Was ja eigentlich auch ganz gut sein kann, da ihre Mutter eben weiß, dass sie hier ist. Natürlich kann sie das auch von irgendwelchen Passanten irgendwie erfahren haben, dass die eben mitbekommen haben, dass da unten am Yachthafen vor kurzem jemand gezeltet hat und dann haben sie Talia beschrieben und dann wusste ihre Mutter eben, dass es Talia sein könnte. Aber dass sie jetzt eben fest hier wohnt, dass sie das weiß, ist halt schon ein bisschen verdächtig. Und das würde eben dafür sprechen, dass er vielleicht wirklich Infos rausrückt über sie. Schreibt mir da sehr, sehr gerne eure Meinung in die Kommentare und ja, auch wenn ihr irgendwie generell so Story-Ideen oder so, wie das Ganze hier weitergehen soll oder so, wenn ihr da irgendwelche Wünsche, Ideen, Vorschläge habt, schreibt mir das alles in die Kommentare. Ich freue mich sehr, von euch zu lesen. Und bis zum nächsten Part wünsche ich euch dann jetzt auch einen ganz, ganz tollen Tag und wir sehen uns bis dann. Tschüss!